Der rechtsextreme norwegische Massenmörder Anders Breivik kommt nicht auf freien Fuß. Die Richter wiesen einen entsprechenden Antrag auf Haftentlassung des Utøya-Mörders ab. Breivik sei auch heute noch in der Lage, neue schwere Verbrechen zu begehen, so die Begründung. Der 42-Jährige hatte vor rund 10 Jahren insgesamt 77 Menschen in Norwegen ermordet.